steigt nah. Man steigt nah. Denn es nützt doch. Nützt doch. Nützt doch. Dann und wann. Man steigt nah. Man steigt nah. Und man geht und man macht nur kann. Man steigt nah. Man steigt nah. Denn es nützt doch. Nützt doch. Nützt doch. Sie scheinbar schon müd. Von dem Schaufenster steht sie, das rasch sie besiegt. Da bleibt auch der Herr Nachsteiger schon vor ihr stehen. Nach mein Fräulein, pardon, hab sie schon so gesehen. Komme vor mir bekannt. Aber ich kenne sie noch nicht. Aber Meier, so heißt sie. Ach, dass ich nicht lach. Und sie geht so gewiss. Und er schiebt und er schiebt. So gewiss mit dem Schmied. Und der Schied gewiss nach. Und weil vom Firmamente ein Platzregen kam, so fort in die Höhe, ihr Röckchen nicht nahm. Doch tat wegen Platzregens durchaus ins Licht. Sie tat, weil ihr Beinchen ein wahres Gedicht. Da sie weiß, wie das reizt, lässt sie jetzt etwas sehen. Und er schaut Gott ihr Strümpchen schön. Und dann geht sie nach links. Und er schiebt von nach rechts. Und dann trippelt sie vor. Und danach mit ihr echt. Und sie richtet ihr Kleid. Er hat Höschen gesehen. Und das reizt, sie scheint zu verstehen. Man steigt nah, man steigt nah. Und man sie und man was nur kann. Man steigt nah. Denn es nützt doch, nützt doch, nützt doch. Dann und wann? Ach, das stimmt nicht. Wieso denn? Heutzutage sprechen wir Fräulein euch doch an. Junger Mann, junger Mann. Ich verbitte mir Ihre Belästigungen. Wollen wir nicht noch eine Tasse Kaffee zusammen trinken? Oh nein, das kann ich nicht annehmen. Aber kommen Sie ruhig mit Papier.